mysteriöse Dinge tun sich am Polish Beer Friday bei ProbierTV auf. Wenn ihr mithelfen wollt, die zu klären, dann bleibt einfach dran. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Polish Beer Friday, Ende der Woche. Und ich habe ein Bier von Browar Marienstadt. Ich zeige euch erstmal nur hin das Label Browar Marienstadt. Diejenigen von euch, die zum Beispiel regelmäßige Besucher des Craft Beer Festes in Wien sind, werden diese Brauerei kennen. Sind, ich glaube, jetzt schon das dritte oder vierte Mal da gewesen. Und begeistern tatsächlich das Publikum mit Bieren, die man halt lustigerweise oder schaderweise, traurigerweise, jetzt habe ich es, bei uns nicht kennt. Tolle polnische Brauerei. Geht mal auf die Webseite von denen. Also was die an Biervielfalt haben, auch wieder in verschiedene Kategorien einsortiert. Sauerbiere, klassische Biere, moderne Biere, da ist alles mit dabei. Tolle Labelgestaltung. Und jetzt fange ich mal an hier. So, also tolles Artwork auch auf den Flaschen. Und heute habe ich das Mysterious IPA. Also das hat so ein bisschen was von, wie heißt der Film da, wo das Mädchen vor dem Fernseher steht? Ah, ganz bekannter Horrorfilm. Na, gibt's doch gar nicht. Poltergeist. Ja, das ist ein New England IPA. Habt ihr vielleicht schon erspäht könnt, da steht's hier. 15 Grad Plato, 6,5 Volumenprozent Alkohol. 10 bis 12 Grad Serviertemperatur. Das ist, ja, ich habe es extra ein bisschen draußen stehen lassen, war ein bisschen überrascht. Hopfen ist Eldorado, Mosaik und Citra. Also da ist einiges geboten und der Rest ist wieder auf Polnisch. Da tue ich mir ein bisschen schwer, das zu verstehen. Don't drink and drive, das kann ich schon verstehen, wenn da ein Auto drauf ist. Und eine Frau mit dickem Bauch heißt in der Schwangerschaft nicht trinken. Ja, und ich glaube, dann muss ich es recht schnell einfach mal öffnen. Nicht, bevor ich euch die Bottle Cap gezeigt habe. Marienstadt war ja noch nie hier am Kanal. Ich habe die Biere tatsächlich auf dem Craft Beer Fest immer getrunken, aber nie eine Flasche mitgenommen und habe mich danach am nächsten Tag immer geärgert. Ja, warum hast du denn das gemacht? Gut, Browar Marienstadt, Mysterious IPA, wir lüften das Geheimnis. Wow, hui. Also, ich kann euch sagen, das geht fruchtig zu. Dampf unterm Kessel, auf jeden Fall. Und Bodensatz, oh, ganz klein bisschen. Aber das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Ja, eine goldenere Bernsteinfarbe. Sehr schöne, gleichmäßige Trübung. Fast ein bisschen juicy. Geht so richtig in die Hazy IPA-Richtung. Recht intensiver Schaum oben drauf, nicht ganz so feine Pore. Oh, oben der Teil ist dann doch etwas feiner, stimmt. Schön kompakt. Unten drunter wirkt es dann nicht ganz so stabil und das die Schaumdecke löst sich auch gerade ein bisschen auf. Und jetzt komme ich zu dem, was ich eben gerade schon aus der Flasche gerochen habe, beziehungsweise beim Aufmachen, da hat es die Aromen schon ein bisschen rausgedrückt. Ja, es ist so zitrusfruchtig, dann kommt noch ein bisschen Obstkorb dazu, wobei ich bei diesem Obstkorb eher so Mango-Orange noch am ehesten identifizieren kann. Bisschen grasig, kräutrig. Ja, bin sehr gespannt, aber das schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Cheers! Ich habe in letzter Zeit, bevor ich jetzt trinke, ich habe in letzter Zeit tatsächlich bei vielen polnischen Brauereien, von denen ich mir Biere bestellt habe, immer mehr die New England IPAs rausgepackt. Es liegt einfach daran, die machen in Polen richtig geile. Und jetzt bin ich ein paar Mal ein bisschen eingefahren mit New England IPAs, weil es waren gute Biere, aber es waren keine New England IPAs. Und jetzt bin ich mal hier gespannt, aber das schaut schon sehr vielversprechend aus. Zunächst mal, weil das Erste ist, was einem sofort auffällt, boah, da ist wirklich Kohlensäure drin. Und für meinen Geschmack sogar fast ein bisschen viel.
Es ist schön vollmundig, kräftig zitrusfruchtig. Da ist so eine ganz, ganz wirklich dominante Grapefruchtnote mit drin. Also von der Säure her, boah, das Ding hängt bei dem, was so technisch möglich ist, glaube ich, ziemlich unter der Decke. Liegt aber auch daran, dass es relativ trocken ist. Hat ein sehr angenehmes Malzbett. Ja, saftig. Auch saftig. Wobei es halt eher ein Grapefruchtsaft ist in dem Fall. Aber ja, sauer macht lustig. Und ich glaube, das gibt Leute, die das mögen. So wie mich eigentlich. Man gewöhnt sich auch tatsächlich ein bisschen dran. Schöner mittlerer Körper. Wie gesagt, sehr intensive Kohlensäure. MHD ist im Mai, es ist jetzt Mitte März, ich das Video mache, ich weiß nicht, wann ich es auf den Kanal nehme, aber da sind noch 31. Ja. Also das sind noch 2,5 Monate. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, die Kohlensäure ist nicht unbedingt so gewollt, wie sie jetzt ist. Sie ist nicht störend, aber sie ist so oberster Level. Es ist trotz alledem ein sehr gut trinkbares Bier. Tatsächlich, wenn man so ein bisschen schüttelt und das Bier auch ein bisschen ausgasen lässt, dann versteht man, glaube ich, ein bisschen mehr, wie das Bier eigentlich gemeint war. Es geht dann hinten im Nachtrunk schön bitter zu. Die polnischen Brauereien schreiben ja die Bittere nicht mehr drauf, oder wenn, dann nur sehr kryptisch. Ich würde jetzt hier bei dem Bier schätzen, dass wir irgendwo so zwischen 50 und 60 Bittereinheiten liegen. Was für ein jüngeres IPA zugegebenermaßen schon recht viel ist. Es bleibt saftig, Mango bleibt da, Bittere bleibt da, wird ein bisschen trockener. Ja, nicht so mysteriös, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Aber vielleicht das einzige Mysterium, die Kohlensäure, aber die finde ich zunehmenderweise gar nicht so schlimm. Mysterious IPA von Brova Marienstadt von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Mysterious IPA von Brova Marienstadt. Wir haben im Mai Craft Beer Fest in Wien. Ich bin sehr gespannt, ob die da sein werden, wenn es überhaupt dann stattfindet. Wir sind ja im Augenblick in schwierigen Zeiten. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert oder mir euer Lieblingsbier von Brova Marienstadt mal mitteilt. Wie gesagt, es gibt ja den einen oder anderen, der die Biere hier am Craft Beer Fest verkostet hat. Und mittlerweile sind polnische Biere ja auch im wahrsten Sinne des Wortes in immer mehr Münder. Nicht in aller Munde, aber in immer mehr Münder, weil die Leute verstehen, dass es da wirklich geile Biere gibt. Und das ist der Sinn des Polish Beer Fridays, euch die ein bisschen näher zu bringen. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid am Supermarkt Samstag. Und bis dahin habt hoffentlich ein schönes Bier, einen schönen Abend und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Bis morgen, bis dann. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Tschüss.